Ich kriege hier gerade total auf den Sack. Aber wie schon gesagt, die werden dann stärker. Also ich werde dann keinen Schaden mehr machen. Dann musst du das machen. So, warte mal, wo ist denn das? Gruppenverwaltung. In Gruppe einladen. Ein neuer Agent hat sich Und du Ihrem müsstest Team dich ja zu angeschlossen. mir porten können, oder sehe ich das falsch? Also er lädt jetzt zumindest gerade was. Theoretisch müsste ich zu dir geportet werden, ja. Dann stehen wir mal ganz kurz hier rum. Ja, es sind mehr. Es sind leider insgesamt drei Stück, die da auf mich ballern. Zwei unten und dann noch diese komische Tussi da. Oh, da bist du. Guten Tag. Guten Tag. Naja, ich bin voll. Bin zu schnell gestorben. Das ist ja eine schöne Scheiße. Ich dachte, ihr wärt clever genug, um wegzubleiben. Ja, ist gut. Ich kenne den Text. Ah, jetzt sind da auch noch Scharfschützen oder was? Andererseits sterben die jetzt richtig schön schnell. Wo ist sie denn? Ist sie jetzt wieder abgehauen? Warum? Wieso? Weshalb? Ich finde sie nicht. Ah, da ist sie. Feind nähert sich ihrer Position. Da drunten. Ah ja, die halten jetzt schon wieder mehr aus hier. Ich bin beeindruckt, Agent. Vielen Dank. Aufgabe, aber Sie haben getan, was getan aber werden Sie muss. Sind noch auf kleiner ja, Stufe. Wir haben ihn das Rückgrat ja. gebrochen. Ohne Anführer wird der Rest zerfallen. Ich glaube, wir sind noch nicht mit denen fertig. Aber wenigstens können wir diese JTF-Leute wieder darauf ansetzen. Oh ja, meine Leute müssen leben und da draußen für die gute Sache kämpfen. Wir können uns keine weiteren Verluste leisten. Ich schulde Ihnen was, Agent. Spitzenjob. Und deswegen macht die JTF auch nichts mehr, weil sie keine Verluste mehr haben möchte. Ganz logisch, oder? So, wie schon gesagt, ich hätte gerne mal einmal ganz kurz 5 Minuten. Deswegen werde ich jetzt mal fix zum Safe House zurück. Hüpfen. Sozusagen. Anscheinend hat jemand eine Motivationsrede von dieser Barrett aufgenommen. Ziemlich krasses Material, aber vielleicht hilft es Ihnen. Ich lade es Ihnen hoch. Betreten eines sicheren Bereichs. Ja, gut. Wie schon gesagt, ich bin 5 Minuten weg, maximal. Ich werde mich beeilen und setzen wir uns hier noch ein bisschen UV-Licht aus und dann bin ich sofort wieder da. Und hallo Bärtige Lady und hallo Aikupax. Wie schon gesagt, ich bin sofort wieder da. Ein paar Sekündchen. So, wirklich nur 5 Minuten.
Süden. So, da bin ich auch schon wieder. So. Bewaffnet mit neuem Kaffee. Wovon ich erstmal die Hälfte verschüttet habe. Und warum so. Machst du das, der gute Kaffee? Ja, ich wollte das auch nicht, aber ich bin gestolpert und dann habe ich ihn über den Boden verteilt. So, wo wollen wir denn hin eigentlich als nächstes? Wir haben hier noch zwei Kampfeinsätze, eine Nebenmission, noch weitere. Ja gut, dann fangen wir mal unten links an und arbeiten uns... unten rechts an und arbeiten uns nach oben links. Also, andersrum wie in der Politik. Da fängt man unten links an und endet oben rechts anscheinend. Ich habe einen sehr interessanten Anzeigefehler gerade. Bei dir schwebt deine Waffe gerade neben dem K. Echt? Ich habe telekinetische Kräfte, mit denen ich meine Waffen abfeuer. Zivi. Ein Zivi? Ich dachte, die gibt's nicht mehr. Vielen Dank. Die Zivildienstleistenden. Nehmt euer Zeug und los. Oh. Genau. Nehmt euer Zeug und geht. Also zu zweit ist dieses Spiel wesentlich einfacher. Dann schießen die irgendwie immer auf den anderen. Naja. Naja, wenn du alleine bist, schießen sie alle auf dich. Also. Ja. Ist schon von Vorteil. Bist du Freund oder Feind? Du bist Freund. Das weiß man ja nicht mehr. Die ganzen Feinde, Ja, der Kaffee wird sterben. Der wird sowas von sterben, das glaubst du gar nicht. Und ich werde ihn auch kannibalistisch trinken. Verdammt. Geht nur andersrum. Du hast da wieder Freunde vor dir, aber ja gut. Suchgranate. Ich finde die, das ist auch noch ein nettes Ding. Aber da ist noch irgendwas. Ja, von der Seite kommen noch ein paar Freunde. Muss ich ja wieder anfangen zu zielen, weil ich sonst keinen Schaden mache. Wieso? Wie hast du die davor erschossen? Einfach rüberballern. Passt schon, ne? Genau, passt schon. Ach, hier sind wir wieder bei dem Waffendeal, wo ich gerade eben kläglich gestorben bin. Hallo. Apropos sterben. Müssen wir endlich nochmal machen. Hm.
Der macht Hechtsprünge immer dann, wenn ich es nicht will. Und wenn ich es will, macht er sie nicht. Daher, diese Steuerung ist nicht meins. Nochmal, du kannst das umstellen. Autsch, Alter! Es sind aber auch, weißt du, du kriegst einen Schuss ab und dann liegst du im Dreck. Ja, weil da oben ein Scharfschütze war. Bis. Aber leider so, dass ich ihn nicht erwischen kann, oder? Doch. Ist er weg. Hinüber. Von der anderen Seite, beziehungsweise auf der anderen Seite, sind auch noch irgendwo welche. Ist aber irgendeine Patrouille. Tod allen Bullen. Sind da nicht teilweise auch Bullen bei? Also so Polizisten, so richtige? Oder sehen die einfach nur so aus, weil sie sich... Also das sind jetzt gerade noch die Ex-Häftlinge, die den Wikers. Die sehen aus wie Polizisten. Nur mal so am Rande. Naja, so viele Klamottenläden haben sie hier nicht und dann nehmen sie halt... JTF-Verstärkung angefordert. Warnung, Gegner nähern sich. Ah ja, das war sehr schön. Feindkräfte nähern sich. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Was soll das mit dieser Sprengvorrichtung? Das frage ich mich immer. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Komm, ich zünd's jetzt einfach. Oh, von hinten. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Oh. Sag mal, kriegst du eigentlich Damage ab? Ja, aber aufgrund der niedrigen Stufe von denen ist so wenig, dass ich theoretisch stehen bleiben kann. Feindkräfte nähern sich. Okay. Weil ich mich immer wundere, du stehst da und... Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Ja gut, sie sind halt immer noch 5 Stufen unter mir. Heißt, dass du auf 30 was. Zeit, dass ich erstmal den Überblick hier bekomme. Also die Granate habe ich jetzt gerade vollkommen mitgenommen, da habe ich ein Drittel Leben verloren. Doch so viel. Ich bin gerade von der Granate gestorben. Wie gesagt, wenn ich wen töte, habe ich einen Hot auf mir. Ach ja, richtig. So war das. Aber sowas will ich aber auch. So eine Life-Drain-Waffe finde ich ganz cool. Macht zwar völlig null Sinn. Ja, in diesem absolut realistischen Spiel. Ja, mei. Warum laufe ich dir eigentlich hinterher? Weil ich loote? Keine Ahnung. Ja. Ja, das war auch realistisch. Vögel, die ins Haus reinfliegen, beziehungsweise durchs Haus. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Oh ja. Juhu. Jetzt sind es noch 3 Levelchen. Wahnsinn. Und da vorne liegt auch noch irgendwas, was ich einsammeln kann. Ja, in der Gegend wären die Mobs sowieso nicht stärker. Also das wird dann erst dann Richtung Turtle Bay und so. Windfiel. Oder wenn du dann 30 bist, die alle. Erstens war das keine gute Posi. Zweitens, warum habe ich das Ding nicht genommen? Schießt, ich habe da immer das Gefühl, du schießt eine Gruppe an und außer... Irgendwo kommen dann neue. Schießt ihnen die Eier weg. Ist das denn? Ich habe mich da mal hingelegt. Bisschen ausgeruht. Gibt's eigentlich einen Wiederbelebungserfolg? Ja, wenn, dann musst du einfach nur bei mir bleiben. Den kriegst du ganz sicher. Äh.
wollte ich denn eigentlich hin? Wir waren hier, wollte ich hin, zu dem Kampf. Aber da müssen wir irgendwie schon wieder einen halben Umweg laufen, um da hinzukommen. Zum Glück gibt es automatisches Laufen. Er ist friendly. Müssen wir nicht hier lang? Müssen wir eigentlich hin? So, hier durch so? Das fühlt sich gut an. Hier rein. Warnung! Kontaminierte Vorräte entdeckt! Oh, hier müssen wir wieder suchen. Wahnsinn. Alarm! Kontaminationsscan. Zum Glück habe ich dich diesmal dabei, dann übersehe ich nicht alles. Aber ich? Ja, die, das war das denn? Du übersiehst, die sehe ich dann ja. Aber du scheinst ja Plan zu haben und ich nicht. Nee, ich kann mich nur an das Ding erinnern, weil das so ewig gedauert hat. Guck mal auf die Zeit. Alter, 14 Minuten. Aber du weißt auch schon, wo du hin willst und wo die Sachen sind oder so. Ich renne gerade relativ planlos hier rum. Okay. Dann mache ich das auch mal. Das ist sehr lange her, dass ich hier war. Hier verdammt viele Räume, in denen überall nichts drin ist. Das ist das Deprimierendste an der ganzen Sache. Kontaminationsscan eingeleitet. Du hast einen gefunden. Ich glaube, auf der mittleren Etage ist noch einer, weil da war ich noch ganz kurz. Also ich bin hier gerade. Ich bin aber ganz sicher, dass ich, wenn ich an ihm vorbeikomme, ich ihn übersehe. Auf dem Klo ist er nicht. Das sind andere Sachen kontaminiert. Gut, auf der Etage ist glaube ich nicht mehr. Also es muss auf der mittleren sein. Ja. Wenn dem so sein muss. Wer stellt eigentlich Puppen hinter eine, hinter eine beleuchtete Wand, ja, damit die durchscheinen? Habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe überhaupt keinen Plan, ob ich hier schon war oder nicht, aber ich kann die Tür öffnen. Jetzt fange ich schon an, irgendwie langsam zu gehen, damit ich es auf keinen Fall übersehe, aber... Nein, du hast nur Angst, dass hier gleich Zombie anspringt. Wir sind nicht mehr bei Resident Evil. Ich hab's. Kontaminationsscan eingeleitet. Ja, obwohl, ich kann es immer nur noch oft genug sagen. Bitte, irgendwer muss einen Mod für Zombies bauen bei diesem Spiel. Ja, nur wird es nicht möglich sein, hier einen Mod reinzubringen. Das müsste man eher... Dann Ubisoft Sachen im neuen DLC, der ja wahrscheinlich kommen wird, ist irgendwie nach oben. Wird vielleicht mal Zombies reinpacken. Ja, in irgend so ein Gebiet oder so, es muss noch eine Etage nach oben gehen. Ach hier. Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Das waren da richtig viele Feinde hier.
Ja. Aber in den kontaminierten Gebieten waren doch bisher nie Feinde, oder sehe ich das falsch? Oben auf dem Dach meistens, wenn du zur Cloud gehst, musstest du dich doch meistens erstmal freiballern. So eine Kiste oder sowas gibt's hier auch nicht, ne? Nee, gönnen sie uns nicht. Aber ein Fußballfeld und ein Basketballfeld. Eine Rutsche. Hier gibt's auch schon wieder kein Seil, ne? Das ist... Doch. Das war echt? Ganz am Anfang, war ja Seil. Wo die Cloud war, ist auch ein Seil. Na dann. Oh. Du hast recht. Aber du willst nicht runter, oder wie? Ich hab auf dich gewartet, damit du es findest. Außerdem traue ich mich nicht. Vor lauter Zombie. Sind ja keine da. So. Das hätten wir fertig. Jetzt hüpfen wir mal schnell hier hoch zum Nebenansatz. Sieht aus, als wären Trigger Mikes Freunde noch da draußen. Nein, nein, aus, lass das. Wir gehen später, Gassi. Jedenfalls schießen die auf die netten Leute, die uns die letzten abgeworfenen Vorräte bringen wollen. Könnten sie denen zur Hand gehen? Ich muss durch dieses in der Mitte durch. Das kann doch nicht sein, Leute. Oder doch nicht? Naja, egal. Nee. Ja, Trigger Mike hat immer noch Anhänger. Ich dachte, wir hätten den schon längst umgebracht. Nee, das wissen noch nicht alle. Telefone funktionieren nicht. Ach so. Vielleicht nicht direkt den Kaffee im Kampf trinken. Du hast vorhin gesagt, das tust du auf die Gegner werfen. Kaffeegranaten. Aber die werden dann dadurch doch nur wacher. Das bringt's doch nicht. Wenn sie heiß genug sind, verbrennen sie sich an der Granate. Das sind dann neuartige Brandgranaten. Hier ist schon wieder Schneesturm. Man sieht 3 Meter weit. Oh. Ich glaube, ich habe den Zivilisten gerade mehr gesprengt. Was geht der da auch lang? Ist ja seine Schuld. Warnung, eintreffende Gegner. Okay. Von. Oh, direkt aus dem. Dankeschön. Das ist ja nett. Nein, heil mich, heil mich, heil dich, heil dich. Warnung, eintreffende Gegner. Es kam ein wenig überraschend. Ja, jetzt habe ich schon wieder die falsche Knarre drin. Noch dazu, dass es Zeit an der Fall, dass auf der Zeit an der falschen Kiste stehen. Oh, ist doch schön, dass sie hier rauskam. Warnung, Ware wird beschossen. Aber dank dem Schneesturm sehe ich echt eine Menge. Essen, Medizin, Munition und Trockenfutter. Hast du aber, hast du souverän gemacht. Ich bin hinterhergelaufen und hab gesammelt. Ich danke Ihnen. Kips Bay dankt Ihnen und Karl der Große und seine Freunde, Natascha und Julio und dieser komische Schnauzer namens Brutus ebenfalls. Hat er mir gerade seine Hunde aufgezählt? Was? Wie? Wen hast du gefunden? Ich habe Schüsse gehört. Ich dachte, du hast noch wen gefunden. Nee, ich habe nichts gefunden. So. Wo müssen wir hin? Also in diesem Gebiet haben wir noch hier die beiden Missionen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Das ist nämlich schon das nächste Gebiet. Da gehen wir dann später hin. Da könnten sie dann 27 oder 28 werden, die Mobs.
im nächsten Gebiet. Ja, deswegen machen wir das erst später. Ich habe vor mir Gegner, aber ich sehe überhaupt nichts. Jetzt sind sie rechts neben mir. Vor dir rechts sind sie. Ja, die standen dort in so einem Aufpark rum. Warum wollen sie das tun? Also das ist schon atmosphärisch, finde ich schon sehr geil mit dem Schneesturm. Andererseits, man sieht zwar nicht viel. Ja, aber falls jemand Kontakte zu Ubisoft hat, ne? Zombie-Mod. Hallo. Hallo. Erfasse ein Echo in der Nähe. Oh. Ein Echo? Echo. Und wieder fing es an, eben mehr zu leuchten. Es ist so ruhig. Worauf warten die alle? Ich kann nichts sehen. Sind das SWAT? Ihr Faschisten, Schweine! Scheiße! Hey! Vorsicht! Ja, ist ja gut. Haben sich da geprügelt mit SWAT. Was auch immer. Macht man so. Ich finde es sehr cool, dass man Erfolg dafür bekommt, dass man eine Autotür schließt. Markierte Position in der Nähe. Was, wo? Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Nur ein Mist, da kommen noch mehr! Ich bin stolz, mit Ihnen zu kämpfen. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ja, jetzt kommen sie nur wieder drauf von vorne. Und diesmal sind es sogar alles lila. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Aber du machst das ja. Nur mit Zielen habe ich heute nicht so. Wie willst du denn auch zielen? Ich sehe da nur einen, so ein kleines Dreieck und da weiß ich, dass der da ist, aber ich sehe die Feinde sehe ich nicht. Also ich meine, das ist so naja, nebelig. Unter dem Dreieck ist ein Kopf. Nee, ist das bei dir, dann, das ist doch bei dir auch so, sobald ich einen Headshot auf den hier nur mache, dann, ist der kurz mal rot markiert, dann siehst du ihn auch so bei dem Schneesturm. Ach so. Ja, das wusste ich nicht. Ja, man könnte doch sagen, dann ist er markiert. Müssen wir jetzt 40 Sekunden einfach warten, ohne dass Feinde kommen, weil wir schon alles abgeballert haben? Ja. Kommt schon! Jetzt na dann, die Cleaners, kleine, das sagen. Kleine Entspannung. Ja, und moin dem Staff Sergeant. Und Twinsoon auch. Ein Mordschuss. Von wegen, wo gerade stand, das ist ausgestorben. Also hier in der normalen Gegend sieht man ja auch die anderen Mitspieler. Aber ja, gerade in Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Ist fast verdammt ruhig. In einer Dark Zone hatten wir Gegner. Und eben in Stuyvesant hatte ich irgendwelche Japaner, die sich unterhalten haben. Aber da versteht man eh nichts. So.
in der Dark Zone bin ich jetzt nicht unterwegs. Da tue ich auf dich warten. Ja, ist immer ganz gut, wenn irgendwer einem den Arsch steckt, das stimmt. Nichts.